Daniel war bis Mai dieses Jahr wissenschaftlicher Mitarbeiter beim Zentrum Technik und Gesellschaft und forscht in verschiedenen europäischen Projekten zu Datenschutz, Privacy, Profiling und Accountability. Dann, das ist Daniel. Hallo, ich freue mich sehr, dass es auch thematisch so gut passt heute, dass wir jetzt einige Open-Source-Projekte hatten, die jetzt vorgestellt wurden. Und was ich jetzt kurz bewerben möchte, und da danke ich für dieses Forum, ist der Software Freedom Day, der jedes Jahr eigentlich stattfindet, aber in Berlin eigentlich relativ in einem kleinen Kreis die letzten Jahre gefeiert wurde, nämlich bei der BELOG in Berlin. Und ich würde mich freuen, wenn das diesmal in einem größeren Rahmen stattfinden könnte. Deswegen habe ich mir vorgenommen, das auf die Seabase zu verlegen. Und zwar geht es da eben darum, die Bedeutung von Software Freedom, also Softwarefreiheit oder Free Software, Open Source Software, wie wir es auch nennen mögen, zu diskutieren und bekannt zu machen. Zu mir noch, ich bin mittlerweile bei Bremer Datum, Datenschutzforscher, Datenschutzberater, da geht es eben auch um Open Source. Also ich bin gerade nicht am Forschen mehr, sondern am Anwenden und am Übertragen der Erkenntnisse aus der Datenschutzforschung sozusagen. Und da spielt aber Open Source eben und freie Software auch eine wichtige Rolle und bin eben noch aktiver Linux-User und deswegen liegt mir eben der Software Freedom Day am Herzen. Und warum er mir noch am Herzen liegt, ist, weil ich mich eben beschäftigt habe mit Software aus soziologischer Perspektive und das sind jetzt hier keine, ja, nur Neuigkeiten, aber ich wollte es einfach nochmal kurz aufzählen, warum es wichtig ist, sich Gedanken zu machen, wie Software eigentlich gebaut wird und wie sie verwendet wird. Software ist immer weiter verbreitet in allen möglichen Devices und Geräten und Techniken. Software selektiert unsere Informationen, die wir täglich auf unseren Mattscheiben konsumieren. Das war im US-Wahlkampf sehr prominent, das ist jetzt wieder prominent und aktuell. Manche werden sich noch daran erinnern, vor allem die hier zugegen sind und im Hinterkopf haben, dass mannigfaltige Hintertüren in Software sich verbergen können, auch gerne von staatlichen Geheimdiensten. Software ist leicht veränderbar, auch im Nachhinein, nach Erwerbung eines Produkts beispielsweise. Da gab es Fälle, dass Drucker auf einmal keine Drittanbieterpatronen mehr genommen haben oder Spielekonsolen auf einmal kein Linux mehr installieren konnten. Auch das ist dem einen oder anderen vielleicht noch im Gedächtnis. Und genau, Software verändert eben Technik, wie man sie früher schon kannte. Also in den Surveillance Studies spricht man schon seit einiger Zeit von der New Surveillance, das können wir jetzt gerade am Südkreuz erleben und uns Gedanken machen, wie sich denn eigentlich so eine profane Technologie wie Videoüberwachung fundamental und qualitativ verändert, wenn wir sie auf einmal mit Identitäten verknüpfen können. In den 80ern war auch schon die Rede von New Technologies, von der Entkopplung von der Funktionsweise und den Interfaces, den Oberflächen. Beispiele mehren sich in letzter Zeit von Dieselskandalen, wo die Werte, die ausgegeben werden, nicht mit den Sensoren übereinstimmen und gehackten Herzschritt machen. Das sind alles Argumente, finde ich, warum es wichtig ist, sich darüber Gedanken zu machen, wie Software gebaut wird und wie einsichtig sie ist. Was ist heute noch nicht genannt wird, ich dachte, es wäre redundant nach so vielen Open-Source-Vorträgen, die vier Softwarefreiheiten, nämlich, dass man sie zu jedem Zweck verwenden kann, dass man sie einsehen kann, verändern kann und verbessern kann. Vielleicht wissen das alle, aber es ist trotzdem nochmal wichtig zu betonen in diesem Zusammenhang. Darum ist es nämlich, weil Software ein zentraler Baustein unserer soziotechnischen Infrastrukturen ist, unserer Strukturen, die ja gesellschaftlich relevant sind, ist es wichtig, sich darüber Gedanken zu machen. Und deswegen würde ich den Software Freedom Day gerne nutzen, mit euch, mit Leuten aus den Communities drüber zu reden. Einerseits, welche praktischen Anwendungsfälle gibt es, wo ist Open Source wichtig und fundamental? Wir haben jetzt hier ein paar Beispiele gesehen. Open Wireless Communities. Ich habe ja noch so ein paar Anwendungen genannt, Signal, Tor, GNU-PG, einfach die aus datenschutztechnischen Bereichen wichtig sind. Ich fände es auch wichtig, darüber zu diskutieren, wo gibt es noch Potenziale im Bildungsbereich, beispielsweise in öffentlichen Bereichen, wo sollte man eigentlich vielleicht darüber diskutieren, ob man nicht mehr freie Software einsetzen könnte, aber auch, wo sind vielleicht Hürden, wo sind vielleicht Probleme und die dazu führen, dass es nicht so sinnvoll ist oder vielleicht nicht so einfach ist, das einzuführen. Genau.
Eine weitere Sache sind eben, oder da kommen schon die politischen Entscheidungen und Herausforderungen hinein, weil natürlich das häufig politische Entscheidungen sind, ob jetzt die Software so oder so gemacht wird. Was eine andere Sache, die mir momentan im Herzen liegt, ist die Free Rights Defenders Geschichte, die unter diesem Hashtag verhandelt wird, dass eben Leute, die Online-Privacy-Tools lehren oder gelehrt haben und Leuten beigebracht haben, wie sie sich sicher im Netz bewegen, eingesperrt werden in der Türkei. Also da kommt auch ganz klar, dass eben auch politische Implikationen sind in freier Software und deren Verwendung. Und da würde ich mich freuen, wenn wir uns auf dem Software Freedom Day möglichst Leute aus verschiedenen Communities kommen und sich austauschen über die, genau, die politischen Herausforderungen und die praktischen Möglichkeiten. Am 16.09. soll das Ganze stattfinden, hier in der Seabase von 16 bis 19 Uhr, habe ich es mal grob gedraftet. Es kommt dann darauf an, auch ein bisschen, wie viele Vorträge noch reinkommen. Wenn ihr eine Idee habt, wenn ihr einen Gedanken habt, schreibt gerne an sfd@guanin.de. Genau. Wer noch helfen will, sei auch gerne eingeladen, sich bei mir zu melden. Bislang sind wir schon 2-3 Leute, aber mehr schadet immer nicht. Und genau, im Laufe der Woche hoffe ich, dass ich unter dieser schönen URL, also im Software Freedom Wiki, dann auch ein präziseres Programm noch verlautbaren kann. Vielleicht auch mit deinem Vortrag. Das würde mich freuen. Vielen Dank. Gibt es Fragen? Nee, gibt es nicht. Gut. Ich bin auch noch einen Moment da, also wenn ihr Ideen habt oder überlegt, ob die eine oder andere Idee vielleicht gangbar wäre, dann kommt gerne auf mich zu. Dankeschön. Dann gehe ich jetzt. Oh, kannst du das...